Wir haben das kleine Puzzle-Puzzle, Brücken-Puzzle hinter uns und ich hab's übersprungen. Bin ja einmal gefallen und ich werde wieder einmal fallen, weil ich da schon das nächste Puzzle sehe, wo ich wahrscheinlich wieder von der Brücke runterfliege. Ja. Unten deckt sich irgendwo eine Bestrafung. Okay, vielleicht schaffe ich diesmal beim ersten Mal. Come on. Give me my chance. Yes. So gut. Und es wird schon. Es schneit schon. Bei mir schaut das ein bisschen hellblauer auf Aufnahme aus als im Spiel. Uff. Ich dachte. Yep. Was ist das? Burgrind hat nicht übertrieben. Hier ist irgendetwas Neues. Und es ist wohl kaum freundlich. Ja, ich schrecke mich sowieso immer bei den Namen. Oder fast weit. Jumps. Ah, Gorilla-Kampf. Die waren, glaube ich, ziemliche Tanks. Ich meine, es sind Gorillas, also. Macht Sinn, macht Sinn. Lagerfeuer entdeckt. Da wird gleich mal gespeichert. Der Kampf gefällt mir nicht. Nee. Magst keine Gorillas? Da ist auch schon die fette Preload. Oh je. Yeah. Schauen wir, ob wir uns zum Turm durchschleichen können dann. Okay. Wir versuchen uns an diesen Kampf. Genau in Richtung des Maschinengebrülls. Und wo ist der Gorilla? Ich glaube, er kommt direkt auf uns zu, wenn wir runterhopfen. Ich glaube, da wird es kein Schleichen geben. Nur fett Bosskampf. Ja. Yep. Oder es wird doch geschlichen. Ist es ein Gorilla? Doch, das ist ein Gorilla. Wo ist er? Wird schwierig zum Überbrücken zum Turm zu kommen. Eisbeutel, Stärke, Schwäche, Feuer, Feuer, Feuer. Okay. Wir werden gleich einmal niederschießen. Okay. Es bleibt wohl nichts anderes übrig. Was war denn das? Eine Fernkampfattacke. Er wird immer wieder geheilt. Das ist schon mal das größere Problem. Also probieren wir einfach mal raufhupfen und überbrücken. Besser abschalten. Ne, das ist schon mal schief gegangen, die Taktik. Schießt was auf mich. Der Impuls verleiht ihnen Energie. Er repariert sie. Keine Sorge. Wow. Vielleicht doch. Vielleicht doch Sorge. Okay. Oh, ich kann ihn zerstören auch. Gut zu wissen. Was haben wir hier? Ein Gorilla-Baby. Er nimmt ziemlich viel Schaden dafür, dass er. Weg da. Raus aus dem. Wo sind meine Bomben?
Dann werden wir einfach zur Bomben da. Jawohl. Da ist der Schaden. Da ist der Schaden. Und er tanzt doch schon. Da war einer daneben. Da haben wir ein bisschen was getroffen. Jetzt die Bombe von dem. Dann haben wir die andere, die Klebebomben dann. Okay. Der hat fett getroffen. Komm, mach dann Magic Glitterbombe. Ja. Es hat mich nochmal zurückgestoßen. Neue Maschine. Aber es erledigt. Hat funktioniert. Und jetzt suche ich Urea. Und dafür muss ich klettern. Es wird geklettert dann. Loot? Yes. Da sollte ich hochkommen können. Uff. Ich höre ganz leise Musik. Wahrscheinlich viel zu leise. Oh, komm schon rauf da. Ich freue mich schon auf das Gespräch jetzt. Einfach nur, dass ich eine Pause habe zum Reden und nicht von einem Gorilla zerlegt wird. Das Kletterpacing und das Kampfpacing in diesem Spiel funktioniert eh ziemlich oft gut. Und zwischendurch gibt es auch viele Stellen, wo einfach nur geredet wird. Slow Motion Jump, sehr cool, sehr cool. Jetzt komme ich da einfach so rauf, oder? Nein. Ah ja, hier ist es. Ah. Das hört sich fast nach trauriger Musik an. Das muss der Schrein sein, von dem Naltuk sprach. Ich hole mir etwas Blauglanz. Es glitzert. Kein Wunder, dass es wertvoll ist. Ja, gibt Sinn. Alles, was glitzert, ist wertvoll. Jeder will ein glitzerndes Ding haben. Shiny one. Mehr Baustoffe Naltuk für mich. Naltuk sagte, Urea sei am Schrein vorbei zum Berg gegangen. Oh, komm, ich nehme besser die Treppe. Schaffe ich es, die Treppe zu nehmen? Schaut nicht so aus. Okay. Ein altes Tor. Vielleicht ist Urea dort. Ah, warum nicht? 10. März 2046. Ich versuche jetzt schon seit 16 Stunden Upgrades zu installieren, um die Leistung des Zentralprozessors zu steigern. Projekt Firebreak wird die Denkkraft brauchen. Hoffentlich habe ich selbst auch genug. Anita war die ganze Zeit über bei mir. Wir haben viel geschafft. Aber jede Berührung oder der Duft ihres Haares... Oh Mann. Ich sollte ins Bett gehen. Yep. Ich glaube, da wird mehr passieren, dass nur ins Bett gegangen. Welche Anita? Sicher eine süße Anita. Lagerraum mit Loot. Ja, mit Audiodateien. Hier ist Sicherheitschef Blevins mit einer erneuten Notversorgungsordnung. Lest sie diesmal gefälligst, okay? Ihr wollt sicher nicht, dass ich meine Leute anrufe. In SLC. Okay. Gehe ich in den Spezialraum oder in den richtigen Raum? Sicherheitschef Blevins schikaniert uns wie ein verdammter Tyrann. Ich kann nicht einmal mehr niesen, ohne dass er mich kontrolliert. Das war's. Der, oh Gott, Blevins.
Weiter. Oh, das ist nichts zum Durchhören. Lesen? Nein, das kann ich nicht. Das Interessante ist auch da. Die Knoten auf dem Boden müssen mit dem Tor verbunden sein. Das macht irgendwas. Oh nein. Was soll ich mit diesen Lichtern machen? Oh, das ist wieder ein Rätsel. Sie drehen sich und ändern den Lichtfluss. Vielleicht. Schaut nicht so schwierig aus. Ich glaube, ich schaffe das schnell. Ja. Das schaut nach einem Leichten aus. Na gut, mal sehen, ob offen ist. Oh, ich bin den richtigen Weg gegangen. Ui, immer schön rennen, hechten. Oh. Wo sind wir jetzt wieder? Sind wir zurückgegangen? Ja. Okay. Die Musik ist ganz leise und sachte. Vielleicht stelle ich sie doch noch ein bisschen hoch. Schauen wir gleich. 70, ob es besser wird. Na, eins runter. Vielleicht. Ja. Viel besser. Das ist doch Horrorfilmmusik. Open up. Oh. Okay, ah, natürlich. Zum Klettern. Ah, was ist denn das für ein Aufzug? Hupf. So viel wie Ella klettern muss. Kann die gar nicht dick werden. Das ist eindeutig eine Kletter- und Kämpferin. Frische Luft voraus. Also mal schauen, was sie im zweiten Teil mit ihrer machen. So. Ach, wieder raus. Vielleicht komme ich durch die Struktur da drüben wieder rein. Es wird weiter geklettert. Diesmal im Schnee. Ich muss wohl zu diesen Treppen. Okay, nicht in den Abgrund hupfen diesmal. Ich will nicht wieder 10 Minuten laden. Oh. Okay, passt. Und rauf hier. Oh, Lagerfeuer. Ja, wurscht. Schnell speichern und weiterreden. Und nach der Conversation eine Pause machen. Jetzt nicht durch den Schnee höher. Noch stürmen. Uriah muss nahe sein. Hallo? Sie muss irgendwo hier drin sein. Ah. Zum Lesen. Lesen. Nee, das will ich nicht. Audiodatei ist so passt. Irgendwas Interessantes hier. Audiodatei, ja. Jemand hat die Menütafel gehackt, damit sie Obszönitäten über unseren Kollegen Mr. Blevins anzeigt. Ist das hier das fortschrittlichste Geologieprojekt aller Zeiten oder doch eher ein Kindergarten? Komm schon, Leute. Oh. Warum nicht beides? Ah, ein bisschen Spaß. Kann man den Wissenschaftlern in ihren Bunkern nicht böse heißen. Ich
Ich frage wieder, wie ich jetzt schon tausendmal gefragt habe. Sprich mit mir. Was soll ich denn noch für dich tun? Gibt es kein Gebet, das zu dir dringt? Kein Zeichen, das deine Fesseln löst? Ich kann nicht helfen, wenn du schweigst. Alles, was ich will, ist ein Flüstern, das mich leitet. Wer? Nein. Wie? Wie bist du hergekommen? Der Weg war von der Stimme selbst versiegelt. Ich hab sowas benutzt. Soll ich es dir zeigen? Ja, zeig's mir. Bitte. Aber zuerst Kleiderwechsel. So, dieses Outfit haben wir, dieses haben wir gespielt. Das sieht ganz kacke aus. Wenn wir dieses hier. Ganz wichtig, ganz wichtig. Muss ich wieder ein Puzzle lösen? Glaub nicht. Nochmal Magic Ringe aktivieren. Das ist größer. Aber das Ziel bleibt gleich. Das Licht muss zurück zur Quelle. Oh nein. Wo fange ich hier an? Oh, komm schon. Oh. Das hat eh zu lange gedauert. Hilfskanal wiederhergestellt. Oh. Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. Ist da jemand? Urea? Urea, ich brauche dich. Versuchte Übertragung der geahnten Aufgabe fortsetzen. Nein, ich gebe nicht auf. Urea, der Dämon zwingt mich. Urea, bitte. Übertragung beendet. Durch dich ist die Stimme zurück. Ganz schlechtes Audio-Mastering. So viel zu laut auf einmal wieder. Oh je. Das war sie. Die geisterhafte Stimme, die vom Donnerkamm aus nach mir ruft. Für einen Moment konnte sie die Fesseln des Dämons abschütteln. Und das nur dank dir. Wer bist du? Und was willst du? Ich bin Aloy. Naltuk schickt mich. Er meinte, ich könnte dir helfen. Da lag er richtig. Du warst eine Offenbarung. Jetzt weiß ich sicher, dass die Stimme überdauert. Vielleicht können wir sie gemeinsam befreien. Lass uns nicht vorschnell handeln. Ich kam den weiten Weg hierher, um Antworten zu finden, und bisher habe ich noch keine. Mir scheint, als seist du die Antwort. Aber ich erzähle dir, was ich weiß. Der Dämon. Doch, Dämon. Was weißt du über ihn? Ich sprach sehr oft mit der Stimme, erst hier, dann im Donnerkamm. Letztes Mal erzählte sie mir, dass etwas sie angegriffen hatte, das sterbliche Augen nicht sehen, etwas Böses. Sie nannte es den Dämon und sagte, er bräuchte ihre Kraft für seine Ziele. Dann bat sie um Hilfe, sie zu zerstören, falls nötig, damit er sie nicht benutzen könnte. Das war vor 5 Jahren. Ich hatte sie nicht mehr gehört. Bis heute. Du scheinst sie schon länger zu kennen, diese Stimme. Sie rettete mein Leben. Hier, vor Jahren im Krieg gegen die Kaja. Ein Angriff zerstreute meinen Verak. Ich war abgeschnitten, allein. Ich lockte den Feind in die Reifwehen, um sie im Dunst abzuschütteln, doch das schlug fehl. Und ich floh in diese Höhle. Dann hörte ich ihre Stimme. Wie ich war sie verloren. Eine Stimme des blauen Lichts, doch getrennt von ihm. Sie bat mich um Hilfe, sie wählte mich. Doch ich konnte ihr nicht helfen, solange die Kaja mich jagten. Also half sie mir. Sie schloss eine Tür unten im Berg. Du hast sie wohl auf dem Weg geöffnet. Verschlossen, ähnlich wie die hier in diesem Raum. Es hielt mir die Kaja vom Leib. Ich war sicher. Und konnte ihren Auftrag ausführen.
Was wollte die Stimme von dir? Sie sagte, sie sei verletzt. Unvollständig. Sie brauchte Knochen, Teile, die den Maschinenteilen ähneln. Sie waren hier, in diesem Raum. Ich sollte sie zum Donnerkamm bringen. Also tat ich's. Dort konnte ich sie dann heilen. So begann unsere Gemeinschaft. Du und die Stimme wart eine Gemeinschaft. Ja. Im Donnerkamm gibt's einen Raum wie diesen, nur viel größer, mit einem Altar. Ich ging oft dorthin und sprach mit ihr. Was hat sie gesagt? Sie sagte, sie sei verloren und brauchte Hilfe. Sie stellte Fragen über unser Land, unseren Stamm. Sie hörte zu. Mit Geduld und Weisheit. Ich erzählte ihr lang Verschwiegenes von meiner Familie, Träumen und Ängsten. Sie war nie gelangweilt, urteilte nie. Wir leisteten uns Gesellschaft. Urea, was denkst du, ist diese Stimme? Ich weiß. Du bist keine Banuk und du kennst unsere Lieder nicht. Du weißt nichts über das blaue Licht. Es ringt in unseren Herzen ums Überleben und beseelt die Maschinen. Die Lebensessenz in ihrer reinsten Form. Harmonie. Während die Wut der Maschinen wächst, schwindet dieses Licht aus der Welt und die Stimmen, die es nährt, stranden. Sie ist nur eine verlorene Seele, der fehlt, was sie braucht. Einsam, verlassen. Ich muss ihr helfen. Wir zwei. Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Aber ich möchte es. Mehr brauche ich nicht. Was hielt dich von ihr fern, nachdem sie Hilfe wollte? Ich ging zu Aratak. Ich hoffte, er könnte sie schützen. Doch der Krieg mit den Kaja tobte noch und bevor ich ihn erreichte, schnappten mich die Falken des verrückten Sonnenkönigs. Sie brachten mich nach Meridian. Ich konnte erst lange nach der Befreiung zum Donnerkamm zurückkehren, zur letzten Schneeschmelze. Du bist zum Donnerkamm zurückgekehrt? War das die gescheiterte Expedition? Ich sah die Beerdigung. Ja. Als endlich Frieden mit den Kaja herrschte, versammelten Aratak und ich einen Vera großer Jäger und bekämpften den Dämon. Und doch war die alte Tür zum Donnerkamm fort, ersetzt durch ein unpassierbares Tor und viele Maschinen. Ein Massaker. Aratak rief zum Rückzug, doch die Besten waren schon tot. Wir überließen sie dem Schnee, als wir flohen. Danach waren wir uns nicht einig, was zu tun sei. Also kam ich her, in der verzweifelten Hoffnung, die Stimme zu hören. Und ich hörte sie. Dank dir. Burgrin sagt, du weißt vielleicht etwas über einen Mann namens Silence, dass du mit ihm zu tun hast bei dem Konklave. Wenn sein Name erklingt, folgen ihm Geheimnisse. Oder verschwinden, je nachdem eben. Warum willst du das wissen? Er brachte mich in Gefahr und wollte mir dann helfen. Ich weiß aber leider zu wenig über ihn. Seine Unterstützung ist bestimmt äußerst hilfreich. Doch sie ist gewiss nicht umsonst. Aber leider hat mich das Konklave diesbezüglich zur Geheimhaltung verpflichtet. Verstehe. Aber wir versuchen uns doch zu helfen, oder? Ja. Aber damit würde ich einen Eid brechen. Und das kann ich nicht tun. Wegen Silence? Ich habe dir alles erzählt. Mehr kann ich dir nicht sagen. Buh. Also, sehe ich das richtig? Da waren zwei Wesen. Eins nennst du die Stimme. Irgendwie gefangen von dem, den du einen Dämon nennst. Was auch immer dieser Dämon ist, er beeinflusst die Maschinen und macht sie gefährlicher. Ich will wissen, wie. Diese Stimme und der Dämon sind auf einem Berg, dem Donnerkamm. Warum gehen wir nicht einfach hin und klären alles auf? Das geht nicht. Der Donnerkamm ist gefährlich, sehr gefährlich. Der Dämon hat sich da verschanzt. Zudem lässt Aratak uns nicht gehen. Als Häuptling kontrolliert er den Pass zum Berg
und er lässt nicht mit sich reden. Ihr braucht wohl einen neuen Häuptling. Na, die Idee wird sicher gut ankommen. Du bist doch eine Jägerin. Und ich wette, keine gewöhnliche. Es ist nicht unmöglich. Selbst für eine Fremde. Und Aratak wird die Herausforderung annehmen, wenn du im Verak bekannt wärst. Halt! Ich? Gegen Aratak? Ich will niemandes Häuptling sein, erst recht nicht von Banuk, die mich nicht wollen. Aber du willst doch zum Donnerkamm, oder? Du hast sie gehört. Die Stimme leidet. Der Dämon quält sie. Sie möchte frei sein. Und vielleicht, wenn sie wieder frei ist, kann sie dir die Antworten geben, die du suchst. Warum lasse ich mich bloß darauf ein? Gut. Was muss ich denn machen? Zeig dem Verak, dass dein Anspruch berechtigt ist. Siege im Jagdgebiet. Töte Banditen im Schnitt. Oder du sprichst mit Sekuli. Wenn du ihr hilfst, wird das sicher bemerkt. Gibt es hier einen Langhals? Ja, bei den Frostfingern. Aber er ist schon lang im Eis eingefroren. Was spielt das denn für eine Rolle? Es wird helfen, glaub mir. Vielleicht noch mehr, als ich dachte. Wenn du meinst. Tu, was du kannst. Wenn es Zeit ist, den Speer vor Arataks Füße zu schleudern, unterstütze ich deinen Anspruch. Bis dahin bin ich hier und beantworte dir alle Fragen zur Herausforderung. Oh, und eines noch. In der Kiste da ist eine Waffe, so wie meine. Nimm sie. Vielleicht hilft sie dir. Oh, eine Waffe. Ist das eine Nahkampfwaffe? Okay. Ich kann mich, glaube ich, hier raus teleportieren noch. Was habe ich in der Waffe bekommen? Schattenkriegsbogen? Nein. Da ist nichts Neues dabei. Belohnungskiste. Eieiei. Die wird geöffnet. Da waren die Kisten. Sturmschleuder. Toll. Ah, ich wollte... wurscht. Wird halt verkauft dann nochmal, wenn ich einen Händler finde. Offscreen. Ist das ein schneller Weg raus? Oh, mein Atem gefriert. Wo ist die Karte da? Ah. Ich glaube, das sollte ich gar nicht runter teleportieren. Geiltes Geheimnis. Quest aktivieren. Noch bevor ich überhaupt ausatme. Ui. Okay, wo ist mein Reittier? Bis zu einem Speicherpunkt geht's noch. Komm schon. Komm schon, Junge. Noch die Aussicht genießen. Was? Am Weg bleiben, dass er schnell Gas gibt. Oh. Schaut doch noch einen weiten Weg runter aus. Seilbahn. Wow. Yep. Ich mir auch gedacht, das ist doch eine Seilbahn, oder? Here goes nothing. Yeah. Oh, Mist. Oh nein. Oh, das wollte ich nicht. Es wird weggerannt. Es wird weggerannt. Tschüss. Ich denke nur ein Lagerfeuer. Der wird mich doch nicht verfolgen, oder? Oh je. Und was habe ich mich da reingeritten? Was ist das für ein Geräusch? Warum hört sich das nach einer Hexe an? Okay, die Kampfmusik ist vorbei. Kämpfen die gegeneinander? Huh.
Habe ich da was verpasst? Da unten ist ein Lagerfeuer. Das wird anvisiert. Ne, interessiert mich nicht. Druck zur Rolle den Kampf ist ja. Da mische ich mich nicht ein. Wird nur geflüchtet und gespeichert. Ja, komm schon. Passt. Dann danke fürs Zuschauen. Und tschüss.